Liebe Krefelderinnen und Krefelder, ich stehe hier auf dem Krefelder Weihnachtsmarkt und zwar auf dem neuen Teil Made in Krefeld, wo Ausstellerinnen und Aussteller ausschließlich Krefelder Produkte aus Krefelder Hand präsentieren. Ich finde, das ist eine tolle Erweiterung, die zeigt, was man aus einem Weihnachtsmarkt machen kann, und es geht in die richtige Richtung. Und dieser Weihnachtsmarkt steht aus meiner Sicht symbolhaft für die Aufbruchstimmung, die es in Krefeld gibt. Eine ganze Menge Dinge haben sich in den letzten Wochen und Monaten zum Besseren gewandelt. Und auch wenn noch nicht alles gut ist, so sind wir auf dem richtigen Weg. Wir kommen mit der Haushaltskonsolidierung voran, die wichtig ist für unsere Stadt. Denn jeder von Ihnen weiß, wenn man mehr Geld ausgibt, als man einnimmt, dann funktioniert das irgendwann nicht mehr. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Wir investieren noch mehr Geld in die kleinsten Krefelderinnen und Krefelder, sei es in die Schulgebäude, sei es in die Jugendarbeit, in den Jugendeinrichtungen oder in die Kitas. Auch da sind wir auf dem richtigen Weg, und wir modernisieren die Krefelder Stadtverwaltung, damit sie eine richtig gute Dienstleistungsbehörde am Ende für Sie alle wird. Man kann also sagen, 2017, das war schon ein recht erfolgreiches Jahr für Krefeld, und wir wollen, dass es 2018 so weitergeht. Das wird aber nur funktionieren, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Die Stadtverwaltung, die Politik und vor allem Sie, die Bürgerinnen und Bürger. Wenn wir zusammenarbeiten, dann wird 2018 für Krefeld auch wieder ein gutes Jahr werden. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine gute, ruhige, besinnliche Weihnachtszeit. Und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie gut und gesund in das neue Jahr 2018 kommen. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen und gemeinsam für unsere Stadt arbeiten können. Alles Gute!